Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Prepper. Ja, kaum sind wir wach geworden, ist irgendwie unsere Leiste auch schon wieder fast gen Mittel, also dass wir nicht mehr allzu lange wach sind, was ich immer seltsamer finde, aber okay. So, können wir eigentlich mit den Pilzen irgendein Gericht machen? Habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube nicht, ne? Da war jetzt nichts drin, was jetzt irgendwie Pilze fördert. Die Frage ist, Karotten hätten wir da. Rüben haben wir aber, soweit ich weiß, keine da. Und Hühnerbeine oder sowas sowieso nicht. So, Moment, doch, Rüben haben wir. Aha. Wir nehmen mal einfach nicht alles mit. Wir nehmen mal einfach nur Karotten und Rüben, weil wir mal wieder keinen Platz haben. Okay, dann können wir theoretisch sogar, genau, eine Rübensuppe machen wir. So, die essen wir dann auch direkt mal und eine Möhrensuppe machen wir auch. Das heißt, eigentlich können wir auch zwei kochen, ne? So, die tun wir dann erstmal in den Kühlschrank. Wasservorrat würde ich normalerweise sagen, das ist so ein bisschen blöd hier mit den Schränken. Ich würde gerne mal einen Schrank vielleicht auseinandernehmen. Holz und Metall. Ah, ja, okay, wenn wir jetzt dafür natürlich auch wieder Metall brauchen, dann ist das doof. Müssen wir eigentlich nach draußen, fällt mir gerade ein, genau. Wir erwarten ja noch Post. Wir kriegen ja noch Geld. Tada. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, dass wir... wie viel Metall brauchen wir denn da jetzt für? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Moment. Also der hier. Ich muss auch mal eben gucken. Okay, 24 und so ein großer bringt nicht wirklich viel Unterschied. Okay, dann würde ich sagen, dass wir den hier nehmen. So, inspizieren. Ach so, wir brauchen nur ein Metall dafür. Das war das. Okay, ich hatte jetzt das Holz, glaube ich, im Kopf. Ja, perfekt. Dann müssen wir auf jeden Fall zwei kaufen, weil einen müssen wir dann ja wieder herstellen. Wenn wir den hier einmal kaputt gemacht haben, dann würde ich sagen, nehmen wir das Ganze. Und dann ab nach unten. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ach, den Schrank. Das ist der Schrank, oder? Den Schrank kann ich schon machen. Ja, wunderbar. Dann war das jetzt doof. Dann gehen wir jetzt erstmal nach hier oben. So, Moment. Nehmen das jetzt. So, das. Das. Und eigentlich war das jetzt doof, weil ich kann das ja jetzt auch mit einer Tastenkombination machen. Egal. Okay, wir stellen jetzt den Schrank erstmal wieder hier hin. Die stellen wir wieder dahin. Das legen wir keine Ahnung wie hier hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig rum war. Keine Ahnung. Wahrscheinlich genau andersrum, aber ist auch nicht schlimm. So, dann würde ich hier gerne einen Schrank machen. Und mal ein bisschen damit rumexperimentieren. Kann man den? Nee, man kann den nicht hängen. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Aber ich könnte ihn zum Beispiel hier hinstellen. So, perfekt. Dann könnten wir theoretisch. Ja, super. Dann können wir da nämlich die Kanister hinstellen. Eigentlich ist das sogar viel besser, als hier links hinzustellen. Wobei ich ehrlich gesagt das links sehr schön finde, wie die da gerade stehen. Super. Gut, die Sachen brauchen wir nicht. Die sind ja eh, die wiegen ja nichts. Das mit den Ködern, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Das würde ich jetzt auch erstmal hier reintun, weil irgendwie kriege ich das ja nicht hin. Vielleicht kriegen wir später noch eine Aufgabe dazu. Ach, ich muss schon wieder ins Bett. Okay. Aber seht ihr was? Na? Wir haben nur noch 5 im Inventar. Das sind wirklich diese Wasserkanister, die uns hier so viel Ärger gemacht haben. Dann machen wir eben schnell ein Nickerchen. So. So, platziere 5 Beete in deinem Bunker. Gut, das müssen wir. Ach so, das müssen wir auch noch machen. Das können wir sogar machen. Ja, wir brauchen nur Erde dafür. Wir brauchen nichts anderes. Es war jetzt doof, weil jetzt dadurch natürlich schnell wieder alles hier weggeht. Aber gut, das ist dann halt so. So, 5 Beete. Zack. Das waren 5 Beete. Achso, es ist jetzt ab. Oh, okay. Perfekt. Und dann sammle 5 Beutel Samen. Gut, da weiß ich jetzt nicht. Das sind wahrscheinlich nur die gemeint, die jetzt auch wirklich hier unten drin sind. Dementsprechend wird das wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen dauern. Das habe ich nicht mitbekommen. Nee, er hat jetzt hier nur die mitgenommen und nicht. Ah, da komm, lauf. So, Mais, Orangen. Ja gut, was soll man jetzt sonst noch machen? Ne? Ich mache jetzt erstmal die Orangen. Ich wollte eigentlich den Mais haben, aber ich habe jetzt aufs Falsche geklickt. Aber ist nicht schlimm. Dann machen wir halt erstmal die Orangen. So, einmal. Okay. Oh. Okay. Ist vielleicht doch schlimm. Also nicht schlimm, aber ist zumindest etwas, was... Kann er sich mal beeilen hier? Los, mal hin. Etwas, was nicht funktioniert. Okay. Die stellen wir mal nach unten. Beet. 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 Ja, dann kriege ich zumindest meine Chance, doch die Maissamen zu machen. Ach, die wiegen was. Das ist natürlich doof. Okay, dann tun wir die erstmal wieder rein. So. Und dann machen wir die erstmal rein, bevor wir jetzt das Haus nochmal ganz schnell verlassen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch noch alles. Weil ich habe keine Lust, schon wieder den nächsten Tag zu nehmen. Oh, wollt ihr mich jetzt? Was ist denn ein Hochbett? Was zur Hölle? Oh. Stand das da drin? Ich habe jetzt nur Beet gelesen und dann habe ich mich natürlich gefreut. Steht nur in einem Beet. Na toll. Also, ich würde sagen, das lassen wir dann erstmal. Ich denke mal, die Gurken, die werden wahrscheinlich auch wieder irgendeinen anderen Mist brauchen. Dann nehmen wir einen kleinen Smoothie. Damit wir hier nicht total am Arsch sind. Oh, das können wir auch schon machen. Das ist gut. Weil wir wollten ja auch noch schnell zur Mine. Ach, das sind 6. Ja, die lassen wir erstmal drin. Die nehmen wir gleich, wenn wir wieder zu Hause sind. So, jetzt aber wirklich mal schnell zur Mine. Und dann würde ich auch gerne noch mal ein bisschen Holz holen, aber das können wir dann auf jeden Fall nicht am heutigen Tag machen. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Jetzt muss ich selber erstmal eben gucken. Moment. Das war, glaube ich, hier auf der Ebene. Nee. Ach doch, da oben. Ach, ich bin ja auch so blind. Okay. Ja, muss ich zum ersten runter hier. Oh, ich sollte aber vielleicht das Teil schon mal anziehen. So. Okay, hier ist die erste Fledermaus. Da müssen wir aufpassen. Wie war das nochmal mit Steuerung, oder? Okay.
Ich komme nicht dorthin. Dafür hast du aber ziemlich gut zugeschlagen. Respekt für jemanden, nicht hinkommt. Genau. Ah! Hilfe, Hilfe. So, das werde ich jetzt erstmal noch liegen lassen, weil ich dummerweise nämlich irgendwann zu spät gecheckt habe, dass wir. Ach, die haben wir mitgenommen. Oh. Okay, dann werde ich das doch mitnehmen. Ach, das sind die. Dann müsste ich sogar noch mal nach Hause, weil ich meine nämlich, dass da irgendwas von Treibstoff drin stand. Hallo, beeilst du dich mal? Wo bist denn du schon wieder? Ich meine nämlich, dass da irgendwas von Treibstoff drin stand und ich hatte überlegt, ob man die nicht benutzen kann. Hier hatte ich alles gemacht. Ob man die dann nicht da benutzen kann, wo man. Diesen, ja, was ist das für Stein, glaube ich, war das, ne? Dieses Steingerät. Jetzt ist es eh schon so spät, wir können das sowieso vergessen mit dem Hin und Her. Ich gehe mal eben auf die Ebene 1 und guck mal kurz nach, was genau jetzt da stand. So. Inspizieren. Ich brauche Treibstoff. Genau, Treibstoff. Und ich meine, dass Treibstoff das ist, was wir mitgenommen haben. Also was wir jetzt zu Hause quasi im Bunker stehen haben. Ah, ich sage immer, dieses ewige Hin- und Herrennen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, dieses ewige Hin- und Herrennen, weil der Tag einfach viel, viel, viel zu kurz ist. Das ist was, was mich unheimlich nervt an diesem Spiel. Dass man quasi nicht so richtig machen kann, weil irgendwie alles total lange dauert. Nehmen wir das direkt mal mit hier. Obwohl, wir gucken erstmal hier unten. Treibstoff, genau. Ja, dann nehmen wir das auf jeden Fall auch mit. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel wir davon. Nein, was machst du denn? Du sollst es aufheben. Ja, Moment, das kann ich. So. So. Und jetzt geh mal von der Luke weg. Ich sehe doch hier gar nichts. So. Ach. Willst du mich jetzt veräppeln? Das kann man jetzt nur so. Das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil das dann immer wieder aufgeht. Naja, gut, okay. Wie viel Platz haben wir noch? 56? Oh, das könnte jetzt. So. Den. 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 Das war jetzt doof, weil das sah so schön aus irgendwie, wo das da drin stand. Aber naja, gut. Okay, ich möchte aber gerade noch nicht schlafen gehen. Ich möchte zumindest die Dinger hier noch eben zerlegen. Ich hoffe, wir brauchen da nicht so lange für. Okay, wie viel haben wir jetzt? Wir haben Metall 7. Hat man nicht 8 Metall? Wir haben was hergestellt, das ist mir klar. Aber. Wir haben doch auch was dafür bekommen, oder nicht? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt irgendwie. Gut, wenn wir jetzt den Raum theoretisch nicht brauchen, könnte ich theoretisch doch die Lampe hier nehmen, ne? Das ist zwar jetzt ein bisschen doof. Ja, ich weiß, du und dein Nickerchen. Ich möchte das aber noch in ganz schnell hier unten anbringen. Ganz schnell, los. So, und jetzt schnell nach oben. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Schneller. Und schlafen gehen. Los. Ja, mit dem Baseballschläger in der Hand. Ist aber nicht schlimm. Oh je. Ach, und da wird auch direkt das Wasser abgestellt. Ah, Mist, ich hätte vorher. Naja, ich hätte ja keine Zeit mehr. Ja, irgendwie. Also so langsam glaube ich auch, ich weiß, was das hier bedeutet. So nach dem Motto, die trinken so schön, also hier die Elite, ne, die trinkt so schön das Wasser, die interessiert es ja nicht. Die haben ja auch ihre super Schutzausrüstung und alles. Und ja,
klaut sozusagen von uns das Wasser. Also wundern würde es mich nicht bei dem Bild. Ich brauche 15 Metall für die Seilbahn. Also das ist wirklich was, wo ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, das geht mir echt an die Nieren. Warum ist jetzt mein Essen auf einmal so schnell weg? Es war doch eben noch knapp halb oder so nur. Muss ich am besten vorher mal eben gucken, was die jetzt haben wollen, ne? Oder will der immer den Tisch? Moment. Tisch ist nur Holz gewählt. Achso, genau, der Schrank. Andererseits will ich jetzt einen Schrank. Klar, das ist natürlich das schnelle Geld, ne? Aber ich würde sagen, ich mache nochmal Tische. Ich weiß irgendwie nie, was ich wo drunter jetzt gerade finde. Hier, so, dann mache ich nochmal zwei Tische. Ich hoffe, dass jetzt zwei gewollt waren. So, ich bin auch gerade ein bisschen unvorsichtig, fällt mir gerade so auf. Zwei benötigt. Ach, der ist noch nicht da. So. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld. Und wir brauchen... Das ist so eine Sisyphus-Arbeit. Was haben wir denn jetzt? Wir haben 7 Metall. Wir brauchen 15, glaube ich, für... Ich kann bei Nancy nichts kaufen. Warum nicht? Das ist eine Holzpalette. Sonst kam ich nirgendwo dran, ne? Ja. Also. 1, 2, 3, 4. Ne, geht nicht. 3, 4, 5. 8. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, uns fehlten jetzt noch 8. Gut, dann haben wir das schon mal bestellt. Wir tun mal den Baseballschläger vorsichtshalber weg. Und würde sagen, dass wir mal wieder ein Nickerchen machen, weil wir mal wieder nichts mehr machen können. Oh, das ist so nervig. Dann machen wir halt ein Nickerchen, bis die Sachen ankommen. Was haltet ihr denn davon? Wenn ich jetzt wüsste, was ich jetzt alles machen kann, wenn ich meine Werkbank verbessere, ne? Eigentlich ist es ja wichtig, dieses, oh, hi. Tschö. Dann red halt nicht mit mir. So, sehr schön. Da haben wir dann auch zusätzlich nochmal Geld bekommen. Ach ja, klar, wir haben ja die einen da verkauft. Dann zerleg mir das nochmal. Und das. 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 Zack. Zack. Perfekt, dann habe ich das. Ach so, jetzt haben wir natürlich kein Holz mehr. Haha. Ha. Ah, okay. Ich decke das mal vorsichtshalber ab. Das habe ich die letzten Male nämlich nicht gemacht. Clever, wie ich war. Nee, da wollten wir nicht hin. Wir wollten mal kurz in den Wald. So. Da holen wir uns dann natürlich auch wieder ein paar neue Beeren. So, da müssen wir mal gucken. Ist hier sonst noch irgendwo Holz, was wir mitnehmen können? Da. Da muss schon ein bisschen schneller laufen hier, ne? Oh, wir können sowieso keins mehr mitnehmen. Dann gehen wir mal zurück. Ach, oder heißt das eventuell, dass man, das könnte es natürlich auch sein, dass man die Fallen nur aufstellen sollte, wenn das kein Gebiet für Fallen ist. Das würde vielleicht noch logisch sein. Ach, ich bin auch so blöd, ne? Ich habe doch die Dinger dabei, den Treibstoff.
Dann versuchen wir das erstmal, bevor wir jetzt nach Hause gehen mit dem Baum. Beziehungsweise mit den Baumstämmen. So. Müssen uns nur ein bisschen beeilen, also mach bitte hinne, Junge. So, hier war das. Er macht es automatisch. Perfekt. Er hat jetzt nur eins gebraucht. Okay, das heißt, hier kann ich dann immer hingehen und die Steine rausholen, nehme ich an. Jetzt kommt noch was rein. Aber wir können auch nichts nehmen. Naja, gut, aber dann haben wir das zumindest schon mal angemacht. Das ist ja mal richtig geil. Können wir die dann nicht einfach auch hier hinstellen? Das wäre doch irgendwie logisch. Ah, können wir nicht hinstellen. Die Minen sind dafür kein geeigneter Ort. Ah, gut, okay. Aber dann wissen wir zumindest schon mal, dass wir nur einmal Treibstoff mitnehmen müssen. Sehr, sehr geil. Stand da gerade, du kannst im Ofen Glas machen. Oder Glas brennen. Keine Ahnung. Hallo. So, dann werden wir auf jeden Fall das Holz erstmal machen. Und dann werde ich erstmal gucken, ob ich die Werkstatt. Nein, nicht das. Ob ich die Werkbank, nicht die Werkstatt, upgraden kann. Kommen 5 raus? Na, natürlich kann ich es nicht, weil wir haben einen Baumstamm zu wenig. Na gut, wir sind jetzt mal unvorsichtig. Aber normalerweise sollte ja auch nichts passieren, muss man auch dazu sagen, da er nicht angekündigt ist. So, wir gehen nochmal in den Wald rein. Ich glaube nicht, dass die jetzt neu gespawnt sind, deswegen gehen wir hier mal direkt weiter. Oder auch nicht, weil wir gar nicht gehen müssen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da gucken. Ah, wir brauchen ja letztendlich nur einen einzigen Baumstamm. Hier. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Ja, das ist schön, dass es Nachtzeit ist. Vor allen Dingen sehr schön für dich. Waren wir da eigentlich schon mal? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das waren doch jetzt Bären hier, ne? So, die nehmen wir noch mit. Ah, hier ist auch noch eins. Sehr schön. Haben wir überhaupt? Doch, wir haben wieder Platz. Okay. Gut, dann nehmen wir das noch und gehen dann mal auf direkten Wege erstmal nach Hause. Es ist sowieso sehr dunkel. Ich sehe sowieso nicht allzu viel gerade. Ich dachte gerade, der will mich hier umfahren. So geht das nicht, mein Freund hier. Können wir das noch machen? Oder kippen wir dann gleich total tot ins Bett hier? Nochmal zerlegen. Aber das zumindest schon mal hinter uns. Stein können wir denn auch eben kurz zerlegen noch? Eben kurz eher nicht, aber wir können ihn auf jeden Fall zerlegen. Gut, das Eisenerz würde ich gerne irgendwo hier hinlegen. Auch wenn ich jetzt leider überhaupt nichts mehr sehe von dem, was ich hier mache. Okay, dann ist das wenigstens auch schon mal weg. Zeitung können wir verkaufen, das ist perfekt. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir hier sonst gleich nämlich umkippen werden. Können wir noch ganz schnell das Wasser hier holen? Komm, komm, komm. Damit wir davon auch ein bisschen was haben wieder. Wieso haben wir eigentlich Wasser geholt, wenn das Wasser abgestellt ist? Egal. Ich würde einfach mal sagen, ich lege mich eine Runde aufs Ohr und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.